Aber es geht auch anders. Der nächste ist bereits eingefahren. Von der schönen Schwäbischen Alb kommend aus dem Biosphärengebiet der UNESCO zu uns nach St. Bernd gekommen, der Leistungshengst Finn, der selbe Sieger der Kürung von 2014, ein Feldseesohn aus der Staatsmittelschule Nicke von Lima, Bertha Wetter, strickt den die Familie Schnerling Herz gezüchtet hat und der auch in deren Besitz ist und im vergangenen Jahr seinen ersten Wegeinsatz auf dem Autorennen in Schönbach absolviert hat. Auch hier eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen der Familie Schnerling Herz und dem Autorennen in Schönbach. Sie aus dem Jahrgang 12, also ein Vierjähriger, Sohn des Gebieters Hildsee und die Mutter, die Staatsbrennenschmute nicht eine Tochter des Gebieters und Leistungshengstes Lima. Und dann geht es auf Wetter und den Gebieterhengst Wetter zurück. Er hat im vergangenen Jahr seine Leistungsprüfung abgelegt als Reservesieger der Kürung. In 8:24 hat er abgeschlossen. Ein tolles Ergebnis, wenn man sich auch die Noten anschaut, hat natürlich seine Schwerpunkt mehr im Ziehen gehabt, dort auch mit hervorragenden Werten auffahren können in der Interieur. Die Interieurwagen waren hoch bewertet mit einer 10 für die Umgänglichkeit am Stamm. Im Schnitt 8,5, Arbeitsfähigkeit 9,0, Nervenstärke 9,0, Schritt 9,0, im Fahren, Schritt Schwachholzziehen 9,0, Abschnitte 9,0, in der Fahranlage Fremdfarbe 8,0, Mittelmanier und Zugmanier beides mal 9,0, Interieur hochgerechnet 9,11, Ziehen 9,0, Sekund 8,24, also ein beeindruckendes Ergebnis. Diese hohe Leistungsbereitschaft und das sichere Interieur hat auch bei der Führung eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dieser kompakte und mit gutem Kaliber ausgestattete Feldsee. Auch hier ein paar Worte zum Pedigree. Feldsee-Grad, der berühmte unserer F-Linie, 12,5% für den Freibergblut. Hat auch erfolgreich die schwarze Zucht geprägt in Baden-Württemberg, der ja von Fritz Mutter gezogene Hengst aus der Staatsmännischen Feta von Merkur, der eine Leistungsprüfung in 76 abgeliefert hat und bei uns die gekürte Hengst in Friedenfeldbach fehlerweise einen Feldstern gebracht hat. 9 Hengste haben insgesamt ein positives Körperergebnis erhalten, also 5 in Antrittsgebieten und auf der weiblichen Seite brachte er 15 Staatsfremdschuhen und 7 sporterfolgreiche Nachkommen, die hauptsächlich im Fahren erfolgreich waren, bis zur Klasse M und in der Dressur unter dem Reiter in der Klasse A. Die Mutter Wiete, eine hochleistungsgeprüfte Prima-Tochter mit 7,94 geprüft. Und die Manga, die Großmutter, die Wettertochter, ebenfalls mit 7,0 geprüft. Und dann geht es auf die Rebe von Wetter, der Hengste, der ja auch einer der beiden Hengste war, den Moritz, der nachkommenmäßig und qualitätsmäßig die schwarze Verzucht in der Konsolidierungsphase maßgeblich gestützt und geprägt hat. Klaudia Schadet hat ihn hier an den Leinen und man weiß ja, wenn man die Diskrepanz kennt, dass sie sich der Förderung der Arbeitspferde verschrieben hat und es auch in einer Kombination aus Einsatz mit der Arbeit im Wald zeigt,
und natürlich auf der anderen Seite auch den Tourismus fördert mit dem Unternehmen Rossnatur in Jerusalem Lied. Er wird auch dieses Jahr in Marbach seinen Einsatz kommen, beim Abendländischen Marbach. Und wir sind gespannt auf den ersten Drohnenjahrgang. Drei Drohnen sind angekündigt. Und da haben wir mal die Nachtritte auch für Zullendorf vorgesehen, Absprache mit der Frau Jetzt. So, war an. Und dann sind wir natürlich auch gespannt auf die ganzen Fohlen, ob sie den Interieurstempel aufgedrückt bekamen. Herzlichen Dank, Claudia Schaar mit dem 4-jährigen 3-6-5. Thank you.